XXL Film, der Podcast. Mercedes Echerer im Gespräch mit Birgit Hutter und Florian Reichmann. Die heimischen, wunderbaren Filmschaffenden, Birgit Hutter als Kostümbildnerin und Florian Reichmann als Szenenbildner, euch, geschätzte Kollegenschaft, vorzustellen, hieße Eulen nach Athen tragen. Für die ganz Jungen vielleicht, die noch am Anfang ihrer Karriere stehen. Florian hat unglaublich viele und beeindruckende Szenenbilder gemacht und Birgit Hutter das Äquivalent im Kostümbild. Beide haben viele Erfahrungen, nicht nur im heimischen Sektor, auch international. Ihr bringt eine Atmosphäre von Globe und Hollywood mit nach Österreich. Ihr gehört zum Inventar. Nicht nur, was euer künstlerisches Schaffen betrifft, sondern auch in eurer Verantwortung gegenüber dem eigenen Berufsstand. Ihr habt euch immer aktiv eingebracht in den eigenen Berufsgruppen. Florian ist der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Verwertungsgesellschaft. Ihr seid beide Mitglieder der Österreichischen Akademie, also der Akademie des österreichischen Films. Ihr seid auch beide Mitglied von Arzenico. Darauf werde ich gleich zu sprechen kommen. Warum mir diese Vorstellungen eurer Nebengeschäfteln, wie man so sagt, im Wienerischen so wichtig ist, weil sie zeigt, dass wir die schöne Aufgabe, künstlerisch tätig zu sein, haben, aber daneben auch eine Menge von Rechten und Pflichten, über die man Bescheid wissen soll. Und das wuchert manchmal sehr aus. Und da tut man sich leichter, wenn man untereinander sich treffen kann in der eigenen Branche und darüber sprechen kann. Herzlich willkommen, Birgit. Herzlich willkommen, Florian. Hallo. Ich habe Arzenico bereits genannt. Würde dich bitten, Birgit, vielleicht fangst du ganz kurz an mit Arzenico. Was ist das? Wann wurde das gegründet und warum? Eigentlich wollte ich lieber mit unserem Verband anfangen. Bitte, dann fangen wir mit eurem Verband an. Wenn du so lieb bist, weil das ist die Vorstufe dazu. Also nicht Vorstufe, kleine Vorstufe, nationale Vorstufe. Vor über, glaube ich, 30 Jahren, schon fast 35 Jahre her, gab es ein kleines Zusammentreffen zwischen mir und einer anderen Kollegin, der Eva Ulmer-Janes, beim Lambert Hofer. Wir standen früher uns eigentlich alle immer ein bisschen feindlich gegenüber und ein bisschen vielleicht eifersüchtig, neidisch, whatever. Beruflich, wer hat mehr zu tun, wer hat weniger oder wer hat mehr Glück. Und ich bin auf die Eva zugekommen in so einer Reihe, wo die Kostüme hängen, und habe gesagt, Eva, sag, reden wir doch einmal miteinander. Was ist da los? Können wir uns nicht zusammentun? Die Eva hat gesagt, ja, machen wir das. Und so ist das entstanden, der Verband der österreichischen Filmdesigner. Also wir haben Szenenbildner, Kostümbildner, Garderober, Requisiteure und alles, was zu diesem optischen Sektor im Film dazugehört, war dann in diesem Verband vertreten im Laufe der Zeit. Also es hat ein bisschen gedauert, weil nicht jeder hat gewusst, dass man da Mitglied werden kann. Wir hatten auch nicht so viel Geld, da jetzt große Sachen zu machen, Pamphlete zu verstreuen. Aber es gab dann eine Vorsitzende, sogar eine Frau, und es gab Sitzungen. Und ich weiß noch, die Sitzungen waren so, dass manchmal diese arme Frau, wie hat sie geheißen, Florian, schnell? Die erste Präsidentin unseres Verbandes, diese blonde, hübsche, gute Szenenbildnerin. Ja, blöd, dass ich das jetzt nicht weiß. Das macht nichts, ist eine Quizfrage ans Publikum. Ja, es wird mir schon einfallen dann im Laufe des Gespräches. Auf jeden Fall saß die oft alleine im grünen Anker, wo wir uns treffen hatten. Oder wir waren zu viert. Mehr waren wir ja dann auch am Anfang nicht. Vier oder fünf. Und dann hat sich das doch ziemlich herumgesprochen. Und wir haben auch sehr viel Impetus bekommen von Kollegen, die dann gesagt haben, da müsste man das machen und jenes machen. Und dann haben wir Mitgliedsbeiträge eingehoben, damit wir auch ein bisschen Geld haben. Um es kurz zu machen, in den 35 Jahren ist ein richtig schöner Verband und, was das Wichtigste ist, ein Zusammenhalt entstanden. Man hat sich ausgetauscht, man hat sich relativ oft getroffen, vielleicht fünfmal im Jahr. Aber es sind dann doch viele interessierte Leute gekommen. Und wir haben dann ein kleines Bücherl gemacht und dann haben wir ein größeres Bücherl gemacht und dann haben wir Feste gemacht, immer zu den Jubiläen, 10, 20, 30 Jahre, immer die Feste wurden immer größer. Und es sind viele, viele, viele Filmschaffenden gekommen und haben sich schon immer gefreut auf unsere Feste, vor allem auf unseren Punsch. Ah ja, Adventspunsch ist ja legendär. Dann kam eines Tages, da hat der Florian damit begonnen, zu Weihnachten treffen wir uns nicht in einem Lokal. Nein, wir gehen da am Weihnachtsmarkt am Hof.
Das habe ich zum Beispiel ganz schön blöd gefunden, weil es war eiskalt und habe gesagt, wieso müssen wir uns da in der Kälte treffen? Aber es sind dann doch ein paar Leute gekommen und daraus hat sich dann der Punsch im 5. Bezirk im Margaretenviertel entsponnen sozusagen. Es ist aber kein Sparverein, der einmal im Jahr Punsch trinkt, sondern ihr trefft euch ja, um euch auszutauschen. Ja, und dann kamen eben Gott sei Dank viele andere aus anderen Sektionen. Also es kamen dann Regisseure, plötzlich Kameraleute. Und die letzten 3-4 Jahre, glaube ich, Florian, haben wir es schon mit den Kameraleuten gemeinsam gemacht, weil die auch immer was gemacht haben. Und gemeinsam ist sowas ja auch viel preiswerter. Und das war dann eigentlich immer ein schönes Zusammenkommen. Leider letztes Jahr wegen Corona durften wir es nicht machen und heuer weiß ich auch nicht, ob es gehen wird. Aber auf jeden Fall ist dann dieser Verband entstanden. Und jetzt komme ich zu Arzenico. Und dann kam Alexandra Maringer vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren schon zu uns, eine Szenenbildnerin, die dann sehr leider sehr schnell nach Paris abgewandert ist, aber sehr oft noch kam. Und die Alexandra, wahnsinnig umtriebig, hat in Paris versucht, einen europäischen Verband zu bilden. Und hat also dort, sie war schon Mitglied des französischen Verbandes und auch Mitglied in Österreich. Richtig, ja, okay. Das war sie. Und da ist diese Idee von ihr in Frankreich auf guten Boden gefallen. Und man hat ihr gesagt, ja, das können wir doch machen. Dann hat sie wirklich ganz allein, das muss man sagen, hat sie das aufgestellt, was wirklich ziemlich kompliziert ist. Noch immer sehr kompliziert. Aber wir sind jetzt, glaube ich, 14 Länder schon. Ich weiß jetzt gar nicht den letzten Stand genau, aber 14, glaube ich, sind wir. Und es gab schon 3 Treffen, jährliche Treffen, wo es wirklich ganz toll um Austausch geht. Und das will ich eigentlich betonen. Die Kommunikation hat immer gefehlt und sie fehlt auch immer noch. Die Kommunikation zwischen den verschiedenen Kollegen der verschiedenen Sparten. Und es wäre halt wahnsinnig wichtig, dass man alle erreicht. Daher muss die Sprache, darf nicht ein juristisches Deutsch sein oder ein juristisches Englisch oder juristisches Französisch, ist ja noch ärger. Das versteht keine Sau und man muss jeden erreichen. Man muss den Requisiteur erreichen, damit er weiß, was seine Rechte sind. Man muss die Garderoberin erreichen, dass man weiß, das ist das Wichtigste. Und das haben wir versucht, schon in unserem kleinen nationalen Verband. Und jetzt macht es die Alexandra mit den Franzosen vor allem, die sehr unterstützend sind, aber auch ein bisschen lahmlackert, wie sie sagt natürlich, weil sie nicht so wie sie sind, also die immer durchpreschen will. Die wollen alles relativ langsam machen. Ich habe gestern noch mit der Alexandra kommuniziert. Ja, ich auch. Weil ich sie gefragt habe, spontan, ob sie denn Zeit hätte für einen Podcast, ob sie heute dabei sein kann. Ja. Mit euch beiden, es geht nicht, sage ich, ist gar nicht so schlecht, weil ich möchte einen eigenen Podcast machen zu Arzenico, wo es auch richtig, ein, zwei Kollegen das dazu gibt. Das ist sehr wichtig, ja. Aber, und damit komme ich jetzt zu dem wesentlichen Punkt, unsere Podcasts haben ja das sperrige, komplexe Thema Urheberrecht im Zentrum. Und ich darf das ruhig sagen, alle Kolleginnen, die aus dem Kreativsektor kommen, sagen, dazu kann ich nichts sagen. Nein, ihr könnt eine Menge dazu sagen, aber ohne dem Juristendeutsch, das wir alle nicht beherrschen, ich auch nicht. Und die Alexandra hat auch gesagt, wir müssen über unsere Rechte und Pflichten informiert Bescheid wissen. Wir müssen sie verstehen können, auch ohne ein Jusstudium. Was wahnsinnig schwierig ist, aber nicht unmöglich. Daher ist es ganz toll, dass ihr heute beide da seid, weil ihr könnt es mir aus der Praxis erzählen, aus dem Alltag erzählen, wie läuft das, wie sind eure Arbeitsfelder, wie ist das Arbeitsumfeld, wie ist die Situation, jetzt nicht nur unbedingt speziell auf die aktuellen Umstände, sondern generell, wir haben ja in Österreich einen relativ gesunden, funktionierenden Kollektivvertrag am Papier, wie schaut das in der Realität aus? Und um jetzt den Kreis zum Urheberrecht noch einmal, also nicht nur zu schließen, sondern wirklich anzufangen, wir haben einen Fleckerlteppich in Europa, wer ist Urheber Richtig. Und wer ist Urheberin. In Österreich ist das sehr differenziert, ähnlich wie in Deutschland. Da gilt das Szenenbild und das Kostümbild als Miturheber und waren das immer schon, wenn es eine eigentümliche geistige Schöpfung ist. Wer das beurteilt, das weiß der liebe Gott oder die liebe Göttin, aber ich weiß das nicht. Wisst ihr das? Ich glaube, es ist einfach eine kreative, künstlerische Leistung. Als solches wurde es gesehen.
in der Entstehungsgeschichte des Films und hat sich dann nicht in allen Ländern, aber in vielen dann doch als also solches manifestiert. Das Besondere vielleicht an unseren Berufen ist, und das betrifft jetzt auch das Urheberrecht, dass wir die Einzigen sind, die in einem Film als freie Werkvertragnehmer arbeiten, zum Unterschied von allen anderen, die Kollektivvertrag und geregelte Arbeitsbedingungen haben. Die Szenenbildner und der Kostümbildner sind Werkvertragspartner, und das kommt genau aus diesem künstlerischen Begriff. Man hat früher einen Künstler beauftragt, der dem Film ein optisches Gesicht gegeben hat, und der hat ein Werk abgeliefert, also das ist nicht einen Dienst am Set, sondern ein Werk, ein künstlerisches Werk, und dieses künstlerische Werk wurde abgegolten, und daraus hat sich entwickelt diese Berufe des Szenenbildes, des Kostümbilds. In der technischen Entwicklung, nämlich, dass man nicht mehr in ein Studio gehen muss und dort alle Dekorationen bauen muss, sondern dass man heute rausgeht, on location geht und dort dreht, hat das Berufsbild natürlich komplett verändert. Weil die Szenenbildner, die früher die Dekorationen gebaut haben, sind heute oft dazu angehalten, die Locations zu suchen, und das verschwimmt dadurch ein bisschen. Und wo, dann könnte schon jemand kommen und sagen, na, was ist jetzt die kreative Leistung, eine Location zu suchen? Aber es kommt aus dem Begriff des künstlerischen Inputs. Ja, ich möchte nur zum Kostümbild. Ja, und ein Kostümbild, kann ich mehr dazu sagen, aber auch da, auch im Kostümbild war das natürlich so, dass dieses Künstlerische des Kostümbildes als jemand, der ein Kostümbildner ist und eine künstlerische, kreative Leistung schafft, die dann im Film verwendet wird. Und nicht jemand, der engagiert wird, um hinter den Schauspielern herzulaufen und die Garderobe einzusammeln. Und ich glaube, daher kommt es, und daher ist auch dieser Begriff des Urheberrechts und des Verwertungsrechts sehr, sehr gerechtfertigt. Leider nicht in allen Ländern. Aber wir sind eben gerade dabei, Art Scenico ist jetzt eine gute Basis, um das einmal auch nebeneinander hinzustellen und das einmal auch zu vergleichen und eine Harmonisierung einmal auch herzustellen, dass man mal sagen kann, wie läuft es in den verschiedenen Ländern. Aber im deutschsprachigen Raum ist es so. Ja. Ich wollte nur zum Kostüm, was der Florian jetzt gerade über das Szenenbild gesagt hat, dass man früher gebaut hat im Studio, immer baut im Studio natürlich, aber man jetzt angehalten wird, weil es einfacher ist und billiger, an Location zu gehen. Und das ist aber schon auch eine Künste. Man findet eine Wohnung, man findet ein Haus, man verändert es, man macht seine eigenen Sachen hinein. Und beim Kostümbild ist es eigentlich auch so, dass man früher, also ich bin ja so eine altmodische Kostümbildnerin, ich zeichne ja alles noch. Also ich lasse auch wahnsinnig viel machen. Ich gehe ja nicht zu H&M und zu Zara und mache den ganzen Film aus H&M und Zara. Ich will das aber den Kollegen von heute, den Jungen, nicht madig machen. Wer nicht zeichnen kann, geht zu H&M und Zara oder kauft die Sachen irgendwo. Das hat ja nichts damit zu tun, dass man nicht auch einen Stil entworfen hat für den Film, sondern die Geschichte unterstützt mit einem H&M-Kostüm, ist ja nichts Böses. Ja? Aber früher hat man eben gezeichnet und man hat das dann mit Stoffen bestückt und hat das in einer Werkstätte machen lassen, so wie der Florian seine Bühnenbilder oder Szenenbilder auch in der Werkstätte machen lässt. Ja? Das ist ja immer noch so. Und auch das Künstlerische, das Aussuchen der Dinge, die schon bestehen, im Szenenbild wie im Kostüm, ist ja auch eine Begabung, ist ja auch eine künstlerische Aussage. Und dann auch eine wesentliche Ausbildung, die das im Profil braucht. Wenn du eine Farbe, dich für eine Farbe entscheidest, die du in diesem Film verwenden möchtest, oder gar keine Farbe, oder nur zwei Farben, ist das ja auch schon eine künstlerische Aussage. Deswegen ist es auf jeden Fall ein künstlerischer Beruf und somit auch ein künstlerische Leistung, die sozusagen für, also bezahlt werden muss, weiterhin, wenn der Film gezeigt wird. In der Geschichte des österreichischen Urheberrechts war das immer ein bisschen strittig früher. Das hat das gedauert, bis sich das gesetzt hat, dass das Szenenbild und das Kostümbild mit Urheber sind. Aber, und das finde ich, darauf möchte ich hinkommen, und damit komme ich auch wieder zu dir, Birgit, es zeigt, dass durch die Gründung der VDFS, der Verwertungsgesellschaft der Filmschaffenden, die einfach ohne strittige Punkte Szenenbild und Kostümbild als Miturheber nicht nur in ihren Gremien vertreten haben, sondern auch die Zahlungen an urheberrechtlichen Nutzungen ausschüttet an die relevanten Kolleginnen. Und das zeigt auch die Solidarität
abseits des Filmsets. Ja? Wir lieben uns am Set und arbeiten alle zusammen, auch wenn man vielleicht manchmal jemanden sagt, ich könnte dich jetzt umbringen. Aber ja, man liebt sich und arbeitet gemeinsam und nachher geht die Familie wieder auseinander. Aber über die Berufsgruppen oder über eine Verwertungsgesellschaft kommt eine neue Solidarität. Und die habt ihr mitgeprägt. Ganz, also ihr beide ad personam, ja, und ja, eure Berufe und die Kollegenschaft. Ja. Weil man hätte ja auch sagen können, naja, das ist strittig, das kann man ja dann von Fall zu Fall diskutieren. Ja. Nein, ihr wurdet umarmt, ihr wolltet umarmt werden und das finde ich wunderbar. Das, und damit komme ich aber jetzt wieder zu Arzenico, weil, das finde ich ganz spannend, vielleicht können Sie ein bisschen was zur Geschichte von Arzenico noch erzählen. Die Generalversammlung, glaube ich, war vor 2 Jahren, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, vor 3 Jahren war in Paris. Die Gründung. Die Gründung und die Generalversammlung war in Berlin und dann bei uns in Wien. Genau. Und seither war nichts mehr. Ja. Es gab aber jetzt diese vergangene Woche. Gab ja, aber da wurde nur. Es war sehr, ja, interessant für uns jetzt, ja, für unseren Podcast. Ja. Da ging es um die Urheberschaft in Europa. Also ja. Es ist paneuropäisch. Arzenico ist paneuropäisch, muss ja man dazu sagen. Und ich jetzt als EOXXL-Tante habe mich wahnsinnig gefreut über diese Gründung und wir unterstützen auch alle Gewerke, die sich europäisch gründen wollen, weil wir das Wissen, wie wichtig das ist, eine Vertretung in Brüssel zu haben, die Fährer, Regisseuren, Regisseurinnen, Imago, Kameraleute, die sitzen ja dort schon. Es gibt auch einen Verband der darstellenden Künstler, die in Europa vertreten sind. Das ist ganz wichtig, denn wenn wir auch dort eine starke Stimme haben, in den einzelnen Gewerken, aber zusammen noch einmal, dann ist das eine Kraft, die man dann auch wirklich sehen kann und wahrnehmen muss. Und ja, Arzenico hat sich getroffen zu einem Online-Meeting, um über die Urheberschaft in diesem paneuropäischen Raum nachzudenken und zu fragen, wer ist in welchem Land Urheber, Urheberin oder Leistungsschutzberechtigte. Und es war ganz interessant, dass manche ganz erstaunt reagiert haben zu hören, aus Frankreich ist ausschließlich Drehbuch und Regie Urheber. Oder Urheberin und alle anderen Gewerke nicht, das Kulturland und dort, wo eigentlich auch das kontinentaleuropäische Urheberrecht entwickelt wurde. Ja. Aber man ist bemüht, jetzt mal herauszufinden, wie schaut es in allen Ländern aus und was können wir wo vielleicht verbessern für die Einzelnen und das geht natürlich nur über Brüssel. Wie ist das jetzt so in eurem Alltag? Ihr setzt euch ja nicht hin und sagt, wie schaut mein Urheberrecht aus, wenn ich den nächsten Film mache, sondern es geht einmal um die künstlerische Arbeit. Aber wo ist der Moment, wo urheberrechtliche Fragen oder Nutzungsfragen in eurer Karriere irgendwann einmal, war das irgendwann einmal relevant? Gab es da mal Streitigkeiten? Gab es da Schwierigkeiten oder Unwissenheit? Und wer hat da geholfen? Es gibt diesen Punkt bei jedem Projekt, nämlich dann, wenn man einen Vertrag macht. Und weil da stehen ja viele kleingedruckte Dinge darüber drinnen. Und dann ist man gefordert, das zu unterschreiben oder darüber nachzudenken oder vielleicht selber was dazu zu schreiben oder etwas durchzustreichen. Und da kommt neben anderen Bedingungen auch das Urheberrecht vor. Und es ist für uns ganz ein wichtiger Punkt, weil es gibt einen Standardsatz, den wir seit Jahrzehnten unterschreiben und da steht drinnen, wir geben alle unsere Rechte für alle derzeit bekannten und für alle unbekannten und noch nicht erfundenen Nutzungsarten treten wir gleich einmal ab. Und das ist ein Zustand, der, wenn man nur an die Erfindung des Internets denkt, sieht man, dass sich da doch sehr viel verändern kann. Im Augenblick scheint es recht plausibel, weil was will man großartig Vereinbarungen treffen über Dinge, die noch gar nicht erfunden sind. Auf der anderen Seite aber, wenn die Dinge erfunden werden, ist es doch ganz schön und in neuen Nutzungen, vor allem auch neuer Erlöse entstehen, das ist ja das Wichtige, dass man da noch einmal darüber sprechen könnte, wie schaut denn es eigentlich aus, weil die Leistungen, die man seinerzeit erbracht hat, finden vielleicht auch eine Form, in der man die auch wieder ablösen kann. Und deswegen ist das so ganz wichtig, dass die vielen Urheber in diesen Verwertungsrechten berücksichtigt werden zukünftig, weil das eben jetzt im Augenblick überhaupt nicht, also dieser Zustand, das gibt es einfach nicht. Ne? Und natürlich ist klar, dass ein einzelner Filmschaffender mit diesen Fragen sich nicht auseinandersetzen kann, sondern er kann, das geht natürlich nur mit Rahmenverträgen, so wie das im Arbeitsrecht der Kollektivvertrag halt regelt und nicht jeder Dienstnehmer von vorne beginnt, wann er Mittagspause macht und wie lange er arbeitet und warum und so, sondern dass dort die Standards festgelegt sind und dann, oder zumindest die Mindeststandards und den Rest kann man verhandeln. Und genau dieser Punkt, den muss man übertragen auf das Urheberrecht und auf die Verwertungsrechte, dass es Rahmenverträge gibt, Rahmenbedingungen, dass vom Gesetz her klar ist, was dem Filmurheber zusteht und den Rest kann man dann immer noch verhandeln.
Und im Augenblick müssten wir sozusagen alles verhandeln. Also da steht der kleine Filmschaffende gegen eine Rechtsabteilung einer Produktionsfirma und müsste dort fachsimpeln, und da kommt natürlich wenig dabei heraus. Also deswegen ganz wichtig, Rahmenverträge, kollektive Vertretung, zum Glück haben wir die Verwertungsgesellschaft, wo die Kompetenz gebündelt ist und wo in unserem Sinne, im Sinne der Filmschaffenden, diese Rechte vertreten werden und auch natürlich immer in einer Form sozusagen, die der gesamten Branche nützt, das ist ja auch klar, nicht? Also es will ja niemand etwas, wovon nur er selber hat, und dann nachher kann man keine Filme mehr machen. Also es geht ja darum, dass die Produzenten sollen ja produzieren, und umso mehr sie produzieren, umso besser es ihnen geht, umso besser geht es ja letztendlich auch uns. Aber trotzdem geht es darum, dass es eine faire Verteilung und Abgeltung letzten Endes gibt. Und auch von Dingen, die sie vielleicht erst in Zukunft entwickeln. Also es soll nichts verhindert werden, und das wird ja oft so dargestellt, dass wir jetzt diese Dinge, natürlich, wenn man sie so und so auslegt, und das könnte dann verhindern, dass ein Film genutzt wird, also um Gottes Willen, auf keinen Fall. Es soll keine Nutzung verhindert werden, und es soll jeder Gewinn daraus lukrieren. Es geht ja nur darum, dass man eine faire Verteilung auch berücksichtigt. Geschätzte Hörerinnenschaft, für alle, die zum ersten Mal diesen Podcast hören, es gibt zwei große Gruppierungen, die sich bemühen, in dieser ganzen anstehenden Diskussion um die Novelle des Urheberrechts ihre Positionen einzubringen und gegebenenfalls auch zu verteidigen. Die eine Gruppe nennt sich Allianz Zukunft Kreativwirtschaft, und die andere ist die Initiative Urhebervertragsrecht. Und die Initiative Urhebervertragsrecht, beide waren schon zu Gast hier im Podcast und haben ihre wesentlichen Standpunkte darstellen können. Jetzt geht es darum, dass wir ein bisschen in die Gewerke hineinschauen, außerhalb des Filmschaffens auch, ja? Weil wir können ja doch alle zusammen, es ist eine große kreative Familie. Und in der Initiative Urhebervertragsrecht, die wurde ja gestartet von den Filmschaffenden und von der Mika gemeinsam. Und da gab es ein Bedürfnis, was uns aber eint mit der Allianz, dass wir gesagt haben, da gibt es Geldflüsse, die kommen von der Werbung oder auch aus Abos, aber es landet alles in Silicon Valley, im schönen Amerika, bei den Big Four, und die Kreativen kriegen nichts. Und das müssen wir weltweit eigentlich ändern, und fangen wir mal bitte in Europa damit an. Das eint uns. Aber dann gibt es natürlich, bedingt durch die Profession, unterschiedliche Sichtweisen. Birgit, du hast vorhin gesagt, es ist so wichtig, aufeinander zuzugehen, miteinander zu reden, sonst hätte es diese Gründung der Eurer Berufsvereinigung nicht gegeben. Wie ist denn das mit Andersdenkenden, Andersagierenden? Sucht ihr eigentlich jetzt auch den Kontakt zu Vertreterinnen aus der Produzentenlandschaft, aus der Verwerterlandschaft, der Rechteverwerterlandschaft? Kann man da vielleicht sich annähern? Gibt es da Gespräche? Sucht man den Kontakt? Oder überlässt man das sogenannten Lobbyisten? Haben wir sowas überhaupt? Also wir haben versucht, durch die Gründung unseres Verbandes, natürlich am Anfang gleich Produzenten einzuladen, wenn wir uns getroffen haben, so wenn wir ein Fest machen oder auch zum Punsch. Also jetzt nach 35 Jahren kann ich sagen, dass wenn wir 200 Gäste waren, kamen 1,5 Produzenten. Mhm. Also nach 35 Jahre Arbeit haben 1,5 Produzenten gesagt, das ist ein ganz ein nettes Fest, nicht? Und da kommen wir heute und trinken einen Punsch. Ich glaube nicht. Die Produzenten sind natürlich, ich verstehe das auch, was der Florian gesagt hat, natürlich. Wir wollen ja auch, dass sie produzieren. Sie behaupten, wenn sie uns so viel Geld zahlen müssen und so viel abtreten müssen von diesen verschiedenen kleinen Segmenten, die sie sich da untereinander aufteilen, dass sie, wenn sie uns zu viel geben, dann zu wenig zum Produzieren haben. Das wollen wir ja nicht. So wie der Florian das richtig gesagt hat, das unterschreibe ich vollkommen. Aber natürlich fehlt noch immer die Kommunikation. Aber die Kommunikation ist ja überhaupt das Wichtigste. Und das Wort Solidarität, das du vorhin gesagt hast, das finde ich überhaupt ganz wichtig. Weil die Solidarität, die hat nicht bestanden vorher, bevor wir diesen unserem Verband gehen. Wir haben keine Solidarität gehabt unter Szenenbildern und Kostüm, soweit ich mich erinnern kann. Und ich bin sicher einer der Ältesten in dieser Branche. Du bist doch schon ein paar Monate ich habe das auch bemerkt, wenn du in Deutschland arbeitest und deutsche Kollegen erzählst, was wir da unternehmen und machen, die haben geschaut, was? Wir grüßen uns nicht. Ja, so ist das. Kostümbildnerinnen, Bildner grüßen nicht in Deutschland, weil sie sich zwar kennen, aber da gar nicht mitreden wollen. Ja? Und das ist sehr erstaunlich, dass das noch immer so ist bei denen. Das ist bei uns nicht. Also wir tauschen aus, und wir haben zum Beispiel auch
versucht, wenn Vertragsprobleme waren, wenn dieser Vertrag kam an die Kolleginnen und die Kollegen, dann haben wir einen Anwalt gehabt, das haben wir jetzt schon seit Jahren in unserem Verband, der macht das dann, den ersten Brief, den bezahlen wir, ja, und den nächsten Brief muss man dann selber zahlen. Aber beim ersten Brief ist dann schon mit dem Vertrag einiges besser geklärt. Ja? Darauf wollte ich gerade hinkommen. Also ja. Der Verband ist ja nicht nur das Punschfest, nein, ja, das wollte ich auch sagen. Ja. So schön es ist, ja. Aber das ja, ist ja, nicht aber das Einzige. Ist ganz wichtig. Nein, ja, natürlich, aber ja. Es geht darum, dass ihr euch austauscht, wo ja. Gibt es die Probleme und euch einander, also auch diese Hilfe. Diese ja, Hilfe. Ja. Das ist ja, du hast Verträge angesprochen, das Kleingedruckte, das, was man, das man nicht versteht. Genau. Ja. Also ich animiere auch die ganz Jungen unter uns, die jetzt zuhören, geht zu euren Berufsverbänden, lasst euch die ersten Verträge erklären und anschauen. Auch selbst wenn man 3-4 Jahrzehnte im Beruf ist, entdeckt man unter Fußnoten Dinge, wo man sagt, ich verstehe es nicht und das ist keine über Schande. Die Fallstricke. Ja. Ja. Es von einem Experten, einer Expertin sich anschauen zu lassen, ist sehr, sehr sinnvoll ja. Und nachher muss man sich dann vielleicht weniger ärgern. Ich komme noch einmal drauf zu, du sprichst von, die andere Seite behauptet, die andere Seite sagt von der einen Seite, sie behauptet, die Nutzerinnen sagen wieder ganz was anderes. Gibt es Gespräche? Führt ihr als Berufsgruppe Gespräche mit den Produzenten, mit den Nutzerinnen? Ich frage die Produzenten das ja auch. Ja. Ja. Nein, ich glaube, dass, also diese ist mir nicht bekannt und vor allem, weil das doch eine Diskussion auf einer Ebene ist, die letztendlich, wo es um kollektive Rechtevertretung geht und das auch nur sozusagen von Vertretern letztendlich besprochen werden kann. Also ich glaube, wenn es ein einzelner Filmschaffender mit einem Einzelproduzenten könnte vielleicht ein lustiges Kamingespräch führen, aber ich glaube nicht, dass da wahnsinnig viel herauskäme. Wichtig ist ja, dass die Verwertungsgesellschaft der Filmschaffende, VDFS, hier mittendrin ist und diese Rechte ihrer Schäfchen vertritt, das ist das Wichtige, und die Produzenten natürlich auch in ihrem Sinne ihre Interessen vertreten und dass man dort zusammenkommt, also das, die müssen miteinander reden, das ist das wirklich Wichtige, dass wir jetzt eine vernünftige gesetzliche Regelung bekommen. Es ist, hat sich diese herausgebildet, dass das, weil es ein ganz logischer Interessensgegensatz ist, gibt es halt zwei Initiativen, aber diese zwei müssen natürlich miteinander reden. Also es gab ja auch Versuche, wurden nicht unbedingt auch bisher alle Möglichkeiten ausgenutzt, aber das kommt hoffentlich noch. Und ich glaube, das muss man muss es wirklich auf der Ebene der Fachleute und der Kompetenz behandeln, weil der einzelne Filmschaffende wirklich überfordert ist mit diesen Sachfragen. Also zum Glück gibt es die Möglichkeit der Vertretung. Das sind die Berufsverbände, das ist der Dachverband, das ist die Verwertungsgesellschaft. Also in dieser Abfolge kann der Filmschaffende darauf vertrauen, dass seine Interessen vertreten werden. Und wenn er Fragen dazu hat, dann sind die am besten dorthin zu richten. Und da muss ich noch sagen dazu, dass sich das auch sehr viel verbessert hat, seitdem der Dachverband wirklich spricht. Früher habe ich vom Dachverband wenig gehört. Ja? Wir haben zwar oft beim Dachverband etwas angezeigt, was im Argen liegt, aber es wurde nicht wirklich, es wurde, aha, interessant, ja, das wäre mir, aber es ist nie was passiert. Und jetzt ist der Dachverband viel wacher geworden und es wird, Fabian Eder ist da ganz toll. Und ich muss auch sagen, Gernot Schödel hat natürlich wahnsinnig viel gemacht. Also wir sind ja, ich habe noch angefangen bei einer deutschen Verwertungsgesellschaft Bildkunst, die es ja noch gibt. Ja. Und die waren ja die Ersten, die uns geholt haben, die gesagt haben, weil die uns aufgeklärt haben, weil es in Österreich niemanden gab. So, ja. Das muss man nämlich noch sagen. Von welcher Zeit sprechen wir denn? Wir sprechen vor 30 Jahren, würde ich sagen. Da gab es einen Herrn Hartmann, der hat mich plötzlich, ein Herr Hartmann aus Bayern, hat mich angerufen mit seiner Frau. Die haben das gemeinsam gemacht. Ja. Und Familienbetrieb, die haben gesagt, ja. Ja, Familienbetrieb. Und die haben gesagt, sie sind doch Kostümbildner und sie machen Filme. Ja. Und haben sie da ihr Geld? Nein. Und ja, da würde ihnen was zustehen. Aha, sehr interessant, gut. Ja, positiv. Und dann kam ab und zu einmal ein Geld. Das war ganz erstaunlich. Und dann hat sich diese Art von VDFS, eine österreichische Bildkunst gegründet, die sich Verwertungsgesellschaft nennt, VDFS. Und die hat dann hier begonnen, dann musste man kündigen bei der Bildkunst, also beiden kann man ja nicht sein. Und dann hat vor allem seit Schödel hat sich da wirklich viel getan. Also da ist eine
aufgewacht ist das. Und ich finde, also den kann man auch immer anrufen und der weiß immer eine Antwort und der kämpft richtig, der ist ja richtig für uns da. Ja. Wie so eine Allmutter. Allvater. Ja, Allvater. Man muss das vielleicht auch so ein bisschen versinnbildlich darstellen, dass diese ganze Szene, das ist für einen Außenstehenden, ist das vielleicht so was Amtliches und so eine Art Interessensvertretung. Das klingt so sehr institutionalisiert und das sind irgendwelche Männer in grauen Anzügen, die da irgendwas verhandeln. Aber bei den Filmschaffenden, wir sind Freiberufler und wir haben eigentlich relativ wenig außer eine Art Selbsthilfeszene oder Gruppe und das ist die VDFS und der Dachverband. Ja. Also die Berufsverbände haben sich gegründet in der Freizeit, das muss man auch mal dazu sagen, also das ist alles ehrenamtlich, das ist alles Freizeit, das ist alles neben dem Beruf am Amt noch, haben sich Berufsverbände gegründet. Es hat sich der Dachverband in dieser Art aus den Berufsverbänden gegründet. Dort gibt es eine einzige professionelle bezahlte Mitarbeiterin, die Geschäftsführerin, Frau Dr. Kollmann. Der Rest ist alles ehrenamtlich und daraus, aus dem Dachverband, hat sich die Verwertungsgesellschaft gegründet, aber nicht als eine Gesellschaft, die sagt, ha, jetzt machen wir Profit mit den Tantiemen, sondern als eine Selbsthilfegruppe der Filmschaffenden, die gesagt haben, wir kassieren unsere Tantiemen ein und geben sie an die Bezugsberechtigten weiter. Und das ist schon ein ganz großer Unterschied. Deswegen ist es eine Genossenschaft, es ist keine GmbH oder sonst was, es ist eine gemeinnützige Genossenschaft, die strengsten Regeln unterliegt. Und diese im Sinne der Filmschaffenden das macht, und das sind nicht irgendwelche Manager und irgendwelche Konzerne, die da hier tätig sind, sondern das sind wir selber. Und das ist das ganz Wichtige dran. Und deswegen können die Filmschaffenden auch wirklich darauf vertrauen, dass das in ihrem Interesse passiert, weil das nicht irgendwelche anderen Menschen sind, die für sie Geschäfte machen, sondern Es ist unsere eigene Selbsthilfegruppe, die das macht und die das zum Glück professionell macht und da gibt es Geld und das ist ganz wichtig, dass das auf einem hohen Niveau stattfindet und nicht von jemandem nur so nebenbei betrieben wird. Der Dachverband ist ja, wenn man das so vergleichen kann, eine Art Betriebsrat ohne Betrieb. Ja. Ja. Das heißt eben auch gut, alles ehrenamtlich und leistet hier Unglaubliches und beide, auch die VDFS, und wir haben das ist ein super Match, also auch die Mariana Kollmann. Ja, die Mariana muss man erwähnen, weil die Mariana ist ja wirklich ein unglaubliches Tier, wie sie das Ganze in der Hand hat und alles mit völliger Ruhe. Eine Frage noch, gibt es in eurer tollen Karriere, gab es da vielleicht mal einen Fall, wo ihr gesagt habt, boah, also das hätte jetzt zum Beispiel ohne Fremdhilfe über Expertenexpertise aus der VDFS oder aus dem Dachverband alleine gar nicht gepackt oder mit anwaltlicher Hilfe, weil etwas, gab's ja, ich habe sowas gehabt. Darf man darüber sprechen? Ja, man kann ruhig, das war eine deutsche Firma, eine Münchner Firma und die hat plötzlich behauptet, am Ende des Films, der Film war besonders grauenhaft, nämlich das Resultat des Filmes, Kostüme waren natürlich wunderbar, nicht? Eh klar, aber alles andere war furchtbar und ging überhaupt nicht, war ein Kinofilm und die haben dann plötzlich behauptet, ich kriege mein letztes Geld nicht, also wir dritteln meistens die Gagen, also erstes Drittel mache ich immer bei Arbeitsbeginn, zweites Drittel am Drehbeginn und drittes dann am Ende. Und bei der Abrechnung plötzlich der dritte Teil kam nicht. Und da hat es geheißen, es fehlen Kostüme und das fehlt und ich bin für alles verantwortlich und sie zahlen das nicht aus und so weiter. Und da habe ich natürlich dann unseren Verband angesprochen, den Anwalt, und der hat das geklärt. Ja. Gibt es immer wieder. Es gibt immer wieder Fälle von Vertragsstreitigkeiten und es ist wahnsinnig wichtig, dass man dann eine Rechtsberatung in Anspruch nehmen kann. Unbedingt. Und das nützt dann meistens auch etwas, weil das ist ganz klar. Also ich meine, man muss noch etwas sagen, was für Österreich auch charakteristisch ist. Wir sind Freiberufler, es ist eine Kreativszene, es ist sozusagen ein bisschen Wilder Westen auch, also es ist ja nicht alles so geregelt. Auf der anderen Seite gibt es aber das Arbeitsrecht und den Kollektivvertrag und so weiter. Und das Spezielle an dieser Situation ist ja vielleicht, dass der Kollektivvertrag zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern verhandelt wird, was ja normal ist in Österreich und die Arbeitgeber auch in der Wirtschaftskammer und ganz gut organisiert sind, aber dass die Arbeitnehmerseite von der Gewerkschaft verhandelt wird und die relativ wenig Branchenbezug hat. Und das ist ein ganz charakteristischer Punkt, nicht? Dass die Gewerkschaft, die ja eigentlich jetzt die Filmschaffenden als solche in ihrem ganzen Interessenlage vertreten sollte, eigentlich kaum sichtbar ist.
zwar diese jährlichen Kollektivvertragsverhandlungen macht und die Mindestgaragentabelle wird jedes Jahr festgelegt und auch ein paar Punkte, aber es gibt da relativ wenig Verbindung und das ist schon ein Punkt, warum diese vorher erwähnte Selbsthilfe so wichtig ist, dass die Berufsverbände, dass der Dachverband da einspringt, weil es da ein gewisses Vertretungsvakuum gibt. Ja, da gebe ich dir recht. Allerdings tut sich auch auf der gewerkschaftlichen Seite einiges. Auch da ist Bewegung ins Spiel gekommen, weil man verstanden hat, endlich das, nach vielen Jahren, dass wir als Twitterwesen, mal angestellt, mal freiberuflich, aber im Prinzip freiwillig, dass wir auch eine Vertretung brauchen und nicht aufgedröselt sein sollten in 27 Splittergruppen, die eine da, die andere dort, man kennt sich gar nicht, das funktioniert nicht. Da wird einiges passieren. Wir werden natürlich auch im Podcast darüber berichten, zu gegebener Zeit. Ich denke, das war ein schöner erster Blick in das Gewerke Szenen- und Kostümbild. Wir werden in den weiteren Podcasts, die anderen Gewerke weiterhin beleuchten und mitverfolgen, was denn in dieser Urheberrechtsnovelle weiter passieren wird, aber eines steht über allem und das eint uns alle. Wir sind ein kleiner Markt und müssen mit den internationalen Hör- und Sehgewohnheiten mithalten können. Das heißt, wir haben ein unglaubliches Investment, mit unserer Kreativität zu entsprechen, was denn die Hörer- und Seherschaft, Zuschauerschaft gewohnt ist und das mit einem verhältnismäßig sehr, sehr kleinen Markt. Da kann man nur sagen, tu Felix Austria, dass wir so viel Kreativität in diesem kleinen Land haben. Ich bedanke mich bei Birgit Hutter, ich bedanke mich bei Florian Reichmann und wünsche uns allen einen schönen Tag und bleiben wir gesund. Alles Gute.